Der Titel der Predigt heute heißt Ein Resümee von Babylon bis in die Zukunft. Und es geht viel um die Assyrer, es geht um das babylonische Reich, das chaldäische Reich, das neue, wiederauferstehende, heilige römische Reich. Aber was davor geschehen ist, und wir wissen alle, dass jeder Tag der Wiederkunft Christi sehr schnell naht. Jeden Tag, den wir mit dem Kommen Christi, dass er zurückkommt, was passiert, erkennen wir daran, wie schnell, dass wir jeden Tag ein ganzes Stück weiterkommen. Und für manche wird es in dieser Welt irgendwann auch keine glücklichen Tage mehr geben, zumindest für die, die Gott nicht gehorchen wollen. Wie oft fragen wir uns, wo stehen wir heute? Und wie lange wird das alles noch dauern? Man kann anhand von Parallelen, beginnt von dem Mord, wir gehen 4000 Jahre zurück, so wie Assyrien und im Reich Babylon, zur Zeit Nebukadnezar im Vergleich zum Dritten Reich unter Hitler und Mussolini und dem, was heute geschieht, einiges herausfiltern, entnehmen. Was wissen wir über Assyrien und Babylon? Und was waren seine Anfänge und seine Taten? Gehen wir gemeinsam in 1. Mose 10. In 1. Mose 10. Und lesen wir die Verse 8 bis 12. Da heißt es, Kusch aber zeugte Nimrod. Der war der Erste, der Macht gewann auf Erden und war ein gewaltiger Jäger. Das ist für uns später noch sehr wichtig zu verstehen, dass er der Erste war, der auch Gewalt war oder gewalttätig. Er war ein gewalttätiger Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man, das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Reiches war Babel, Erech, Akkad und Kalne im Lande Shinar. Von diesem Lande ist er nach Assur gekommen und baute Nineve und Rehoboth, Ir und Kelach. Dazu Resen zwischen Nineve und Kelach, das ist die große Stadt. Auch da kommen wir noch später dazu. Schauen wir auch 1. Chronik 1. Erste Chronik 1 und Vers 10. Kusch aber zeugte Nimrod. Der war der Erste, der Macht gewann auf Erden, also der Allererste, und der auch damit ein gewaltiger Herrscher war. Er war der Erste, der Gewalt ausübte auf Erden. Wer waren die Assyrer? In unserer Broschüre Deutschland in der Prophezeiung auf Seite 1 haben wir die Überschrift, wer waren die Assyrer? Und darin heißt es, Assyrien bedeutet wörtlich Land Assur. Assur wiederum steht für Stärke und Kraft. Assur kann sich in der Bibel auf den Mann oder Krieger beziehen. Die geschichtlichen Annalen berichten, dass die alten Assyrer eine große, gewaltige und kriegsführende Nation waren. Im Altertum waren sie für ihre perfekte Organisation und ihre gut funktionierende Kriegsmaschinerie berühmt, doch leider auch für ihre Grausamkeit und Unbarmherzigkeit gegenüber ihren Gegnern. Und das hat man auch damals schon gesehen,
zu Hitlers Zeiten. Dazu kommen wir auch noch. Moderne Schriftsteller haben insoweit auf Parallelen zwischen Assyrern und Deutschen hingewiesen. Auf Seite 5 lesen wir, gleiche Broschüre, der geheimnisvolle Ursprung Triers. Auf dem Marktplatz in Trier befindet sich ein Gebäude, das Rotes Haus genannt wird. Eine lateinische Inschrift in das Haus verkündet, dass Trier schon 1300 Jahre vor der Gründung Roms existierte. Rom wurde im Jahre 753 gegründet. Deutsche Schulbücher und Zeitungsartikel über Trier berichten von einer Legende, wonach Trier vor 4000 Jahren von dem Assyrerkönig Rebeta erbaut worden ist. Ob da Zusammenhänge da sind mit Nimrod und Rebeta, und der Vater von Rebeta war Ninus. Einige sagen, Ninus ist Nimrod, aber dem kann ich noch nicht bestätigen. Aber wer war Rebeta? Rebeta war der Sohn des sagenhaften Assyrerkönigs Ninus und einer Chaldeerkönigin. Seine Stiefmutter wurde später Königin Semiramis, heißt es in Wikipedia. Diese stellte ihren Stiefsohn nach, sodass dieser mit Gefolgsleuten nach Europa floh. Dort soll er 1300 Jahre vor der Gründung Roms, also um etwa 2050 vor Christus, an der Mosel, den Ort Trier, gegründet haben. Wir haben auch ein auf Posten stehen Programm vom 5. Mai 2011, Trier, viel älter als Rom. Kommen wir zu einem Zeitsprung von etwa 1000 Jahren später, also nach 2050, etwa 1000 Jahre weiter. Im Lexikon der Bibel von Fritz Rienigers und drei weiteren, dritte Auflage von 2017, lesen wir unter der Rubrik Babel, Babylon. Um 1100 vor Christus beginnt der Niedergang Babyloniens. Es herrscht oft Streit zwischen den älteren Babyloniern und den jüngeren chaldäischen Stämmen, die in dem Süden eingedrungen waren und nach der Herrschaft strebten. Abwechselnd saßen babylonische und chaldäische in Babel auf dem Thron, häufig nur aus Gnaden Assyriens. Sehr technisch. Wir haben also eine Gefolgschaft, die aufgeteilt wurde, durch die Auswanderung auch, in zweierlei Länder. Wir haben einmal Europa, die westliche Seite, und das alte Babylon, wo manche auch blieben. Das ist im Gebiet des Iraks. Babylon befand sich in Mesopotamien, einem Land zwischen den Flüssen des Euphrats und Tigris. Und Assur wurde auch am Tigris entlang gebaut. Die PM History, die Herr Link nicht hat. Vergangene Reiche ist der Titel, der große Titel auf dem Deckblatt, eine Ausgabe vom März 2024. Heißt es, der Kriegerkönig von Tigris, er ist ein Liebhaber der Künste, vor allem aber ein brutaler Feldherr. Mit Assur-Nirsipal II. Beginnt der Aufstieg Assyriens zum gewaltigen Imperium. Etwa 120 Jahre später, er regierte als assyrischer König von 883 bis 859 vor Christus. Circa 80 Kilometer dem Tigris aufwärts lässt er die Provinzstadt Kaltschu, heute Nimrud, ausbauen. 360 Hektar wird die neue Kapitale groß sein, umfasst von einer 7,5 Kilometer weiten Mauer. In der Festung liegt der Königspalast, ein 28.000 Quadratkilometer großes Ensemble aus Innenhöfen, Prunksälen, Schreibstuben, Lagerräumen sowie königliche Privatgemächer des Harems. Es gibt Bäder,
und Heizungen. Fahrbare Kohlenfeuer und Bronzebänder beschlagene Tore aus Zeder und Tamariske. Möbel und Zierate sind aus Elfenbein oder aus Ebenholz, tragen Bronzeapplikationen, Einlegearbeiten und Vergoldung. Also mit Prunk wurde die Herrschaft gezeigt, die Macht. Auch interessant, die Predigt von Herrn Brian Gale über Macht, Status und Autorität. Auf der Website bibelkommentare.de, ich hoffe, Sie können mir jetzt alle noch folgen, heißt es, das große Königreich von Assyrien war am Tigris gelegen und wurde im Norden von Armenien, im Osten vom Zagrosgebirge und Medien, im Süden von Babylonien und im Westen von Syrien und der syrischen Wüste begrenzt. Also es war ein sehr großes Gebiet. Es hatte Nineveh als Hauptstadt. Nachbarländer sind die Türkei, Irak, Jordanien, Libanon und Israel. Woher kamen unsere Aramäer? Und ich habe auch hier etwas gefunden. Wo ist das Land der Aramäer? Ihre ursprüngliche Heimat ist Mesopotamien, also auch Babylonien. Heute leben sie in der südlichen Türkei, im nördlichen Syrien und dem nördlichen Irak. Aber Teile sind auch in die westliche Region mit ausgewandert. Im Jahre 727 vor Christus bestieg Salmaneser, oder in der Bibel heißt es Salmanasar, das ist der Salmanasar der Fünfte, den assyrischen Thron. Merken wir uns das, Salmanasar, sehr wichtig. Dann haben wir in orf.at, also eine österreichische Seite, um etwa 1800 sind die Städte am Tigris, namentlich Assur, Nineveh und Nimrod, assyrisch Ninua, in etwa das heutige Mosul, so weit, dass sie beginnen, auch politisch ins Geschehen in Vorderasien mit einzugreifen. Wir kommen Richtung heutige Weißrussland, Russland, zu den Ukrainern. Und schauen wir, was geschah in 2. Könige 17. Und zunächst die Verse 1 bis 3. Es heißt darin, denn die Israeliten hatten gegen den Herrn, ihren Gott, gesündigt, der sie aus Ägyptenland geführt hatte, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten, und fürchteten andere Götter und wandelten nach den Satzungen der Heiden, die der Herr vor Israel vertrieben hatte, und taten wie die Könige von Israel. Entschuldigung, ich bin schon etwas vorausgegangen. Das waren die Verse 7 bis 9. Ich lese nochmal die Verse 1 bis 3. Im 12. Jahr des Ahas, des Königs von Juda, wurde Hoschea, der Sohn Elias, König über Israel und regierte über Samaria 9 Jahre. Und er tat, was dem Herrn missfiel, doch nicht wie die Könige in Israel, die vor ihm waren. Gegen ihn zog herauf, und jetzt kommt es, Salmanasar, von dem wir gerade gesprochen hatten. Und es ist Salmanasar der Fünfte, der König von Assyrien. Und Hoschea wurde ihm untertan und brachte ihm Abgaben. Und dann haben wir die Verse 5 bis 8. Und der König von Assyrien zog durch das ganze Land gegen Samaria und belagerte es 3 Jahre lang. Und im 9. Jahr Hoscheas eroberte der König von Assyrien
Samaria und führte Israel weg nach Assyrien und ließ sie wohnen in Halach und am Habor, dem Fluss von Gosan und in den Städten der Meder. Also es gab eine Kollaboration mit den heutigen Russen, den Ukrainern und Weißrussland. Und dann lesen wir weiter in Vers 7 bis 8. Denn die Israeliten hatten gegen den Herrn, ihren Gott, gesündigt. Das war der Grund, dass sie in ihre Gefangenschaft gekommen sind. Gegen den Herrn, ihren Gott, gesündigt, dass sie aus Ägyptenland geführt wurden, aus der Hand des Pharao, des Königs aus Ägypten, und fürchteten andere Götter und wandelten nach den Satzungen der Heiden, die der Herr vor Israel vertrieben hatte, und taten wie die Könige von Israel. Und dann kommen wir zu Vers 16. Aber sie verließen alle Gebote des Herrn, ihres Gottes, und machten sich zwei gegossene Kälber. Das kennen wir aus der Vergangenheit, als Mose damals auf dem Berge war, wo damals Aaron das Kalb gemacht hatte, und sie machten es wieder. Und ein Bild der Aschera und beteten alles Heer des Himmels an und dienten dem Baal. Es heißt in Vers 6, dass die Assyrer das Volk Israel auch bei den Medern, eben hauptsächlich den Ukrainern, Weißrussen, aber auch den Russen heute, wohnen ließ. In einem Sprichwort heißt es auch, dass die Deutschen etwas Russisches an sich hätten. Dazu kommen wir auch später. Wer war also Salmanasar? Es heißt in Wikipedia, Salma oder Salmenu Asaret der Fünfte, auch Salmenu Asaret der Fünfte oder eben biblisch Salmanasar, war 726 bis 721 vor Christus König des Assyrischen Reiches. Wie vor ihm bereits sein Vater Tukulti Apil Asara der Dritte, auch bekannt als Tiglat-Pileser der Dritte, war er zugleich König von Babylon. Dort führte er den Namen Ululai. Der Name Salmanu Asaret bedeutet etwa Salmenu ist der oberste, vornehmste Gott. Also auch er hat sich dieser Macht oder der Gesinnung Gottes seines Baals angenommen. Soweit zu Assur, Babylon. Wir sprachen von Nineveh sowie den Assyrern und ihre Kriegsdaberei gegen Israel. Schauen wir uns an in 2. Könige 17, Vers 19. Da lesen wir Folgendes. Auch Juda, der zweite Stamm, auch Juda hielt nicht die Gebote des Herrn, seines Gottes, sondern wandelte nach den Satzungen, nach denen Israel gelebt hatte. Auch sie haben sich versündigt. Von da an, etwa 116 Jahre später, im Jahre 605 vor Christus, kam Nebukadnezar ins Spiel. Genau wegen der Sünden Judas, die Gebote Gottes auch wie Israel längst verlassen hatten, kamen in Gefangenschaft. Gehen wir gemeinsam zu Daniel 1. Daniel 1 und die Verse 1 bis 2. Es heißt, im dritten Jahr der Herrschaft Jojakims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Jojakim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land Shinar bringen. Auch davon haben wir zu Beginn gelesen. In den Tempel seines Gottes und tat die Geräte
in die Schatzkammer seines Gottes. Was lesen wir über Nebukadnezar? Auf der Website welt.de mit der Überschrift Nebukadnezar von Babylon, ein Artikel vom 18.07.2022, heißt es mit der Überschrift: Grausam und ohne Erbarmen bereitete er Judas Untergang. Also wir lesen immer, dass die Babylonier, die Assyrer, immer ein grausames und erbarmungsloses Volk sind. Und sie waren berühmt dafür. Und es heißt, etwa am 18. Juli 587 vor Christus, das Heer Nebukadnezars II. Von Babylon erobert Jerusalem. Sein Name Nabu-Kuduri-Usur, besser bekannt als Nebukadnezar, der zur Unterscheidung von einem früheren König in der Regel als Zweiter des Namens bezeichnet wird. In der Bibel hat er keinen guten Ruf. Geht die Zerstörung von Salomos Tempel doch auf ihn zurück, nachdem seine Truppen am 18. Juli 587 vor Christus Jerusalem erobert hatten. Mit Nebukadnezar ist der Aufstieg des letzten altorientalischen Großreiches eng verbunden. Mit regelmäßigen Feldzügen erweiterte Nebukadnezar II. Schnell sein neubabylonisches Reich, wie es in Abgrenzung zu früheren Reichsbildungen genannt wird. Durch die Verteilung von Landgewinnen konnte er sich Loyalität der Eliten der neuen Provinzen erkaufen, während er durch spektakuläre Bauwerke in seinem Kernland die Untertanen beeindruckte. Die hängenden Gärten der Semiramis in Babylon zählten zu den 7 Weltwundern der Antike. Ähnliche Berühmtheit erlangten der Tempelturm Zikkurat, dazu kommen wir auch gleich, und das Ischtar-Tor, deren Spuren der deutsche Archäologe Robert Caldaway ab 1899 entdeckte, und das restaurierte Tor und seine Prachtstraßen zählen heute zu den Attraktionen der Berliner Museumsinsel. Zitat Ende. In Wikipedia lesen wir, dass Ischtar-Tor, eines der Stadttore Babylon, sowie die Provinzstraße wurden von ihrer endgültigen Form unter der Herrschaft von Nebukadnezar II. Errichtet. Das war etwa 605 und 562 vor Christus. Im Lexikon der Bibel, wieder die 3. Auflage von 2017, lesen wir weiter unter der Rubrik Babel Babylon, die Zikkurat, die zerstört wurde. Die Zikkurat von Babylon wurde 472 vor Christus von Xerxes zerstört. Alle kennen das danach bestehende, nach Babylon kam das Medo-Persische Reich. Und dann heißt es, Alexander der Große, das war das 3. Reich dann, das Griechische, wollte sie wieder neu errichten, starb aber, sodass der Plan nicht ausgeführt würde. Oder wurde. Das Ischtar-Tor von Nebukadnezar, das Original, befindet sich im Pergamon-Museum in Berlin. Das Original. Die Kopie steht im Irak. Zumindest sind die Überreste, was man ausgegraben hatte aus diesem Tor in Berlin, und der Rest, was gefehlt hatte, wurde neu rekonstruiert. Und es ist sehr interessant, dass dieses babylonische Ischtar-Tor in der deutschen Hauptstadt Berlin seinen Wiederaufbau gefunden hat. Wo wir doch festgestellt haben, dass Nineveh die Hauptstadt von Assyrien ist. In Babylon war, und man könnte sagen, das heutige Berlin ist das wiederauferstandene Nineveh und haben sich ihr Tor in ihre Heimat geholt. Was wissen wir noch über Nebukadnezar? Und welche Beweise gibt es für seine Grausamkeit und seine Nationalität, die er tatsächlich hatte, noch aus der Bibel heraus? Wir beginnen mit Esra 5.
Esra 5. Und lesen zunächst Vers 12. Aber als unsere Väter den Gott des Himmels erzürnten, gab er sie in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, den Chaldäern. Jetzt sind die Chaldäer mit im Boot. Der zerstörte dies Haus und führte das Volk weg nach Babel. Schauen wir auch 2. König 24. 2. König 24. Und die Verse 10 bis 14. Zu der Zeit zogen herauf die Kriegsleute Nebukadnezars, des Königs von Babel, gegen Jerusalem und belagerten die Stadt. Und Nebukadnezar kam zur Stadt, als seine Kriegsleute sie belagerten. Aber Joachim, der König von Juda, ging hinaus zum König von Babel mit seiner Mutter, mit seinen Großen, mit seinen Obersten und Kämmerern. Und der König von Babel nahm ihn gefangen und im achten Jahr seiner Herrschaft. Und er nahm von dort weg alle Schätze im Haus des Herrn und im Haus des Königs und zerschlug alle goldenen Gefäße, die Salomo, der König von Israel, gemacht hatte im Tempel des Herrn, wie denn der Herr geredet hatte. Gehen wir auch weiter auf 2. Könige 25. 2. Könige 25 und die Verse 8 bis 10. Am 7. Tage des 5. Monats, das ist das 19. Jahr Nebukadnezars, des König von Babel, kam Nebusadan, der Oberste der Leibwache, als Feldhauptmann des Königs von Babel nach Jerusalem und verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser in Jerusalem, alle großen Häuser, verbrannte er mit Feuer. Das war die Zerstörung des Tempels. Auch 2. Chronik. Schauen wir uns an, 2. Chronik 36. Zweite Chronik 36 und die Verse 17 bis 19. Da führte er gegen sie heran, den König der Chaldäer, und ließ ihre junge Mannschaft mit dem Schwert erschlagen im Hause ihres Heiligtums und verschonte weder die Jünglinge noch die Jungfrauen, weder die Alten noch die Greise, alle gab er in seine Hand. Und alle Geräte im Hause Gottes, große und kleine, Schätze im Hause des Herrn und Schätze des Königs und seiner Oberen, aber ließ er nach Babel führen. Und sie verbrannten das Haus Gottes und rissen die Mauern Jerusalems ein, und alle ihre Burgtürme verbrannten sie mit Feuer aus, so dass alle ihre kostbaren Geräte zunichte wurden. Die Zerstörung Jerusalems. Auch Hesekiel, gehen wir gemeinsam zu Hesekiel Kapitel 23. Hesekiel 23 und die Verse 12 bis 15. Sie entbrannte für die Söhne Assur, Statthalter und Hauptleute, die sie ihrer kamen, herrlich gekleidet, lauter junge, hübsche Leute, die auf Rossen ritten. Da sah ich, dass sie beide auf gleiche Weise unrein geworden waren.
Aber diese trieb ihre Hurerei noch weiter, denn sie sah Bilder von Männern an der Wand in roter Farbe, Bilder von Chaldäern, um ihre Lenden gegürtet und bunte Turbane auf ihren Köpfen, ein Bild gewaltiger Kämpfer, allesamt wie eben die Söhne Babels sind, deren Vaterland Chaldäa ist. Wir sehen langsam den Zusammenhang zwischen Babel, den Chaldäern und Assur. Und es ist wichtig, dass wir genau das verstehen. Schauen wir auch Habakuk. Habakuk 1 und die Verse 5 bis 11. Es ist Gottes Strafgericht durch die Chaldäer, also das neue Heilige Römische Reich. Es heißt, schaut hin unter die Heiden, seht und wundert euch, denn ich will etwas tun zu euren Zeiten, was ihr nicht glauben werdet, wenn man davon sagen wird. Denn siehe, ich will die Chaldäer erwecken, ein grimmiges und schnelles Volk, das hinziehen wird, soweit die Erde ist, um Wohnstätten einzunehmen, die ihm nicht gehören. Grausam und schrecklich ist es, es gebietet und zwingt, wie es will. Also auch diese Grausamkeit wird immer wieder hervorgehoben von den Chaldäern, von Babylon, von den Babylonern. Ihre Rosse sind schneller als die Panther und bissiger als die Wölfe am Abend. Ihre Reiter fliegen in großen Scharen und von Pferde daher, wie die Adler eilen zum Fraß. Sie kommen allesamt, um Schaden zu tun. Wo sie hinwollen, stürmen sie vorwärts und raffen Gefangene zusammen wie Sand. Sie spotten der Könige und der Fürsten, lachen sie. Alle Festungen werden ihnen ein Scherz sein, denn sie schütten Erde auf und erobern sie. Alsdann brausen sie dahin wie ein Sturm und jagen weiter. Mit alledem machen sie ihre Kraft zu ihrem Gott. Schauen wir auch Jesaja 10. Also wir lernen daraus, was für ein grimmiges und barbarisches Volk die Babylonier, die Assyrer eigentlich sind. Jesaja 10 und die Verse 5 bis 14. Es geht gegen den Hochmut des Königs von Assyrien. Das ist eine Parallelstelle. Jesaja 10, die Verse 5 bis 14. Wehe Assur, der meines Zorns Rute und meines Grimmes Stecken ist. Ich sende ihn wieder, ein gottloses Volk, und gebe ihm Befehl, wieder das Volk, dem ich zürne. Und er zürnt dem Volke Israel, dass er es beraube und ausplündere und es zertrete wie Dreck auf der Gasse. Aber er meint es nicht so und sein Herz denkt nicht so, sondern sein Sinn steht danach, zu vertilgen und auszurotten nicht wenige Völker. Denn er spricht, sind meine Fürsten nicht allesamt Könige? Ist Kalne nicht wie Karkemisch? Ist Hamat nicht wie Arpad? Ist nicht Samaria wie Damaskus? Wie meine Hand gefunden hat, die Königreiche der Götzen, obwohl ihre Götzen mehr waren, als die zu Jerusalem und Samaria sind, sollte ich nicht Jerusalem tun, wie seine Götzen, wie ich Samaria und seine Götzen getan habe? Wenn aber der Herr all sein Werk ausgerichtet hat auf dem Berge Zion, und zu Jerusalem wird er sprechen, ich will heimsuchen die Furcht
des Hochmuts des Königs von Assyrien und den Stolz seiner hochfertigen Augen. Schauen wir. Dem Assyrerkönig, dem Babyloniern, das Chaldäische Reich ist immer wieder im Hochmut und in Raffgier der Herrschsucht. Und das ist auch sehr wichtig für uns zu verstehen, dass die alten Assyrer sind die heutigen Deutschen und die heutigen Chaldäer sind die heutigen Römer, vielleicht Italiener, beide sind die heutigen Babylonier oder bilden das Europa, das römische Reich. In Jesaja 23, Vers 13, und ich lese hier aus der King James Version, liest sich Folgendes. Siehe, das Land der Chaldäer, das nicht war, bis der Assyrer es gründete für sie, die in der Wüste wohnen. Sie bauten seine Türme und errichteten seine Paläste und er brachte es zum Einsturz. Es gibt ein kroatisches Sprichwort, das besagt, wecke niemals schlafende Bären oder Deutsche. Das ist wahr. Es heißt darin, für die Begründung, die Deutschen sind ein Volk, welches nur bei groben Taten wachgerüttelt wird. Für Kleinigkeiten haben sie nichts übrig. Und das stimmt. Sie haben etwas Russisches an sich. Sie schweigen sehr, sehr lange. Vielleicht schlafen sie. Vielleicht täuschen sie es auch nur vor. Jedem, der gegen die Deutschen ist, sei aber eines gesagt. Mögen die Deutschen noch lange schlafen. Dann aber, wenn sie erwachen, schlagen sie selbst den Teufel aus der Hölle. Das ist schon eine harte Aussage. Die Deutschen haben in der Tat etwas Russisches an sich. Diese Barbarei, diese Grausamkeit. Und sie sind Barbaren, erbarmungslos, wenn es um das Töten der Feinde geht. War es schon immer gewesen. Und ich habe hier eine kleine Bilanz aus dem Holocaust. Im Holocaust starben ca. 6 Millionen Jüdinnen und Juden durch das NS-Regime und seine Verbündeten während des Zweiten Weltkriegs. Deutschland hatte etwa 66 aufgezeichnete Konzentrationslager und Vernichtungslager. Es gab weitere in Österreich, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Tschechien, in der Slowakei, in der Ukraine, in Polen, Litauen, Estland, Kroatien und Griechenland. Ich habe hier eine neunseitige Liste. Ich habe mir gedacht, ich lasse das aus, sonst stehen wir wirklich noch heute Abend hier. Die höchsten Verluste, es war für mich sehr unbegreiflich, weil man spricht immer der Holocaust mit 6 Millionen Juden. Das ist schon eine enorme Zahl von Menschen, die getötet wurden und sehr barbarisch. Aber es geht noch härter. Die höchsten Verluste musste die Sowjetunion verzeichnen. Rund 10 Millionen Soldaten der Roten Armee wurden getötet und starben in Kriegsgefangenschaft. Insgesamt verloren mindestens 24 Millionen sowjetische Bürger ihr Leben, bedingt durch den Rassenwahn des nationalistischen Deutschlands. Davon spricht aber keiner. Aber man sieht diese barbarische Grausamkeit. Babylon grenzte zu Medien und die Assyrer ließen die Israeliten in Medien
für eine Zeit dort leben. Sie hatten also eine Allianz mit ihm. Wir haben erfahren, dass Nineveh die Hauptstadt von Assyriens war. Und in der Bibel können wir lesen, dass auch seine Zerstörung etwa im Jahre 612 vor Christus stattfand. Gehen wir gemeinsam zu Nahum. Nahum 3. Und lesen wir zunächst Vers 1. Es heißt da, der Untergang der großen Hure Nineveh. Und ich lese immer aus der Luther 1984. Und es heißt in Vers 1, weh der mörderischen Stadt, die voll Lügen und Rauberei ist und von ihren Rauben nicht lassen will. Es geht immer um Kriegstreiberei. Auch Vers 4. Das alles um der großen Hurerei willen, der schönen Hure, die mit Zauberei umgeht, die mit ihrer Hurerei die Völker und mit ihrer Zauberei Land und Leute an sich gebracht hat. Die große Hure Babel. Alle wissen, wovon ich spreche. Und Vers 19 heißt es, niemand wird deinen Schaden lindern und deine Wunde wird unheilbar sein. Alle, die das von dir hören, werden in die Hände klatschen und über dich. Denn über wen ist nicht deine Bosheit Unterlass ergangen? Das wird nach der 10. Wiederauferstehung des Römischen Reiches geschehen. Aber auch das war damals die Zerstörung Nineves. Und eben wie damals Nineve zerstört wird, wird auch Babylon in der Zukunft wieder zerstört werden. Auch hier wieder aus unserer Broschüre, Deutschland in der Prophezeiung, lesen wir auf Seite 5 Folgendes. Assyrische Wanderungen nach Nineves Untergang. Ich habe hier nur eine Zusammenfassung. Im Jahre 612 vor Christus fiel die Hauptstadt dieses Reiches, Nineve, im heutigen Irak, in babylonische und medische Hände und wurde vollends zerstört. Einige der unterworfenen Assyrer blieben in ihrem Land, dem heutigen Irak. Ihre Nachfahren leben auch heute noch dort. Noch andere Assyrer wanderten nach Osten, dem heutigen Iran, aus. Die meisten Assyrer begaben sich jedoch nach dem Fall Nineves westwärts, wie Karl Pfeiffer im alttestamentlichen Geschichte deutlich macht. Plinius der Ältere von 23 bis 79 nach Christus schrieb in Naturgeschichte in Band 4, Paragraph 12 auf Seite 183, dass zu seiner Zeit Assyriani nördlich des Schwarzen Meeres lebten. Zusammengenommen ergeben diese Aussagen, dass die meisten der überlebenden Assyrer nach dem Untergang Nineves im Laufe der Zeit über den Kaukasus nach Westeuropa wanderten. Zitat Ende. Nachdem das Babylonische Reich durch das Medo-Persische Reich und danach durch das Griechische Reich ersetzt wurde, kam es etwa 300 Jahre später, im Jahre 31 vor Christus, zu einem schweren Szenario. In Wikipedia lesen wir die Schlacht bei Actium, die im 2. September 31 vor Christus stattfand. Octavian, der spätere Kaiser Augustus, besiegte mit Hilfe von Marcus Agrippa in dieser Seeschlacht seinen Widersacher Marcus Antonius und die ägyptische Königin Kleopatra die Siebte und sicherte sich damit die Alleinherrschaft im Römischen Reich. Dieses Römische Reich fand seinen ersten Untergang im Jahre 476 vor Christus, also nachdem Alexander der Große das Reich weg war. Es folgten somit 9 weitere Wiederauferstehungen des Römischen Reiches bislang.
Die letzten sechs aus diesen neun Wiederauferstehungen fanden unter der Herrschaft der katholischen Kirche mit statt. Die erste kaiserliche imperiale Reichserneuerung des Heiligen Römischen Reiches war 554 nach Christus durch Justinian und die neunte und somit die vorletzte 1933 durch Adolf Hitler und Benito Mussolini, also durch die Assyrer und Chaldeer oder Babylonier. Dieses Reich fand seinen Untergang 1945. Wenn wir uns das heutige Europa genauer anschauen, das als das moderne Babylon unserer Zeit in der Bibel genannt wird, kann man sehr gut erkennen, dass die letzte und zehnte Wiederauferstehung des Heiligen Römischen Reiches kurz bevorsteht. Welches Resümee können wir also von den Jahren 1923 bis zum heutigen Tage ziehen? Und es gibt einen interessanten Vergleich, sodass wir erkennen können, in welchen Schritten wir voranschreiten bis zum der nächsten Wiederauferstehung. Die Friedrich-Ebert-Stiftung schrieb am 3.11.2023 unter des.de folgendes. Vor 100 Jahren erlebte die deutsche Gesellschaft ein Jahr der Extreme. 1923 war ein spannungsgeladenes Krisenjahr, in dem die Geldentwertung schwindelerregende Ausmaße annahm. Das politische System vor dem Kollaps stand und der Staat von rechten und linken extremistischen Kräften zugleich bedroht war. Auch das haben wir heute. Geführt von einer schwachen Regierung durchlebten die Menschen eine blutarme Elendszeit, in der notleidende Millionärinnen irgendwie versuchten, über die Runden zu kommen. In der Gewalt und Antisemitismus ungeheure Ausmaße annahmen und der gesellschaftliche Zusammenhalt mehr und mehr verloren ging. Das Jahr 1923 war eine Zerreißprobe für die Demokratie, die in diesem traumatischen Jahr zugleich eine bemerkenswerte Überlebensfähigkeit bewies. Wie bedeutsam ist das Jahr 1923 für die deutsche Geschichte und welche Parallelen lassen sich im Krisenjahr 2023 ziehen? Ein Jahrhundert später befinden wir uns ebenfalls inmitten einer Krisenzeit. Pandemie, Klimakrise und Ukraine-Krieg. Wir kennen das Gefühl der Ohnmacht und haben erfahren, wie es ist, Ereignissen hilflos ausgeliefert zu sein, die wir selbst nicht beeinflussen können. Wir erleben, wie unser gesellschaftlicher Zusammenhalt von hohen Lebensmittel- und Energiepreisen, Informationsblasen und Demokratiefeindlichkeit herausgefordert wird. Angst vor Stabilität, Inflation, Staatsversagen sind heute ebenso präsent wie 1923. Genau das zeigt, wo sich unser Land, aber auch die ganze Welt befindet, nämlich im Untergang. Am 12. November 1938 wurde der Besuch an Kinos, Theater, Opern, Konzerten den Juden offiziell verboten. Am 12. November 2021, also genau 83 Jahre später, auf den Tag genau, wurde in der Zeit der Corona-Pandemie für Ungeimpfte genau das Gleiche angefordert. Niemand durfte noch irgendwo hin. Nur die Geimpften durften mit ihrem Pass die Städten besuchen. Am 24. Januar wurde die Doomsday Clock, die Weltuntergangsuhr, auf 90 Sekunden vor Mitternacht gestellt. Seit 2023 ist somit eine globale Katastrophe so nah wie noch nie. Die Frankfurter Allgemeine schrieb am 3.1.2024, was wir von 1924 lernen können. Auf ein Krisenjahr mit Hyperinflation
Und Hitlerputsch folgte 1924 ein blasser Hoffnungsschimmer. Dennoch punkteten die politischen Linken und Rechten. Und es wurde über Parteiverbot diskutiert. Auch das kennen wir heute. Die Tagesschau, interessanterweise, schrieb am 8.11.2023, Hitlerputsch vor 100 Jahren, der Vergleich taugt als Warnhinweis. Die erste Parallele, eine Parallele zwischen dem Jahr 1923 und heute, ist die Geldentwertung. Die Inflation ist so hoch wie nie seit der Wiedervereinigung. Die zweite Parallele, multiple Krise. In den Jahren 1923 und 2023 gemeinsam ist das Gefühl, in mehreren Krisen gleichzeitig zu stecken. Neben wirtschaftlichen Krisen sind die heutigen Beispiele die Klimakrise, die gerade erst überwundene Corona-Krise und der Krieg in Europa. Und nun auch wieder im Nahen Osten. Als ein solches Krisengefühl war auch in der Weimarer Republik deutlich zu spüren. Die dritte Parallele. Der Rechtsruck. Vor 100 Jahren jubelten Tausende den menschenverachtenden Parolen Hitlers und der von ihm geführten NSDAP zu. Die Straßen waren schwarz vor eilenden Menschen. Und heute? Der rechte Rand wird lauter und die Unterstützung für die Demokratie schwindet. Die Zahl der Befürworter rechtsextremer Einstellungen hat sich zuletzt gegenüber den Vorjahren fast verdreifacht. Zitat Ende. Und das sind nur drei von vielen anderen Parallelen. Europa mit ihren Assyrern, den Chaldäern, aber auch vielen anderen Völkern haben das neue Babylon erschaffen. Wenn wir also den Zeitgeist erkennen, in welchen Situationen sich die Welt steckt, ist es für uns noch viel wichtiger, heute als je zuvor aufzuwachen und uns auf die Wiederkunft Christi vorzubereiten. Das neutestamentliche Babylon, das heutige Europa, wird zerstört werden, wird wieder auch in den Krieg ziehen. Beginnen wir mit Offenbarung 14. Offenbarung 14 und Vers 8. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen. Sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit ihrem Zorneswein ihrer Hurerei gedrängt alle Völker. Aber auch Offenbarung Vers 16. Offenbarung 16, Vers 19. Wir lesen, glaube ich, von Beginn mit Vers 18 beginnend. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner. Und es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf der Erde sind. Ein solches Erdbeben so groß und aus der großen Stadt wurden drei Teile. Und die Städte der Heiden stürzten ein. Und Babylon, der Großen, wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. Auch Kapitel 17 und Vers 5. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Schauen wir auch Offenbarung 18 an. Offenbarung 18 und Vers 2. Und er rief mit mächtiger Stimme, sie ist gefallen, Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreiner Vögel und ein Gefängnis aller unreinen
und verhassten Tiere, auch weiter in Vers 10. Sie werden fernab stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sprechen, weh, weh, du große Stadt Babylon, du starke Stadt, in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Also es wird sehr schnell vonstatten gehen. Auch Vers 21. Und ein starker Engel hob einen Stein auf, groß wie ein Mühlstein, warf ihn ins Meer und sprach, so wird in einem Sturm niedergeworfen die große Stadt Babylon und nicht mehr gefunden werden. Gehen wir auch gemeinsam in Jesaja 13. Jesaja 13 und Vers 1, das ist das Gericht über Babel. Dies ist die Last für Babel, die Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat. Und dann gehen wir zu Vers 17. Denn siehe, ich will die Meder gegen sie erwecken, die nicht Silber suchen oder nach Gold fragen, sondern die Jünglinge mit Bogen erschießen und sich der Furcht des Leibes nicht erbarmen und die Kinder nicht schonen. So soll Babel, das Schönste unter den Königreichen, die herrliche Pracht der Chaldäer, zerstört werden von Gott wie Sodom und Gomorra. Aber auch für die ganze Welt wird dieses Übel stehen. Schauen wir Vers 9. Denn siehe, des Herrn Tag kommt grausam, zornig, grimmig, die Erde zu verwüsten und die Sünder von ihr zu vertilgen. Und auch Vers 11. Ich will den Erdkreis heimsuchen, um seiner Bosheit willen und die Gottlosen um ihre Missetat willen und will dem Hochmut der Stolzen ein Ende machen und die Hoffart der Gewaltigen demütigen. Dass ein Mann kostbarer sein soll als feinstes Gold und ein Mensch wertvoller als Goldstücke aus Ophir. Darum will ich den Himmel bewegen und die Erde soll beben und von ihrer Stätte weichen, durch den Grimm des Herrn Zebaoth am Tage des Zorns. Und was sagt uns Gott wieder in Jesaja 48? Jesaja 48. Und die Verse 20 bis 22, das ist eine Warnung für uns. Er sagt, geht heraus aus Babel, flieht von den Chaldäern, mit fröhlichem Schall verkündet dies und lasst es hören, tragt hinaus bis an den Enden der Erde und sprecht, der Herr hat den Knecht Jakob erlöst. Sie litten keinen Durst, als er sie leitete in der Wüste. Er ließ ihnen Wasser aus den Felsen fließen, er spaltete den Fels, dass Wasser herauskam. Aber die Gottlosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden. Das sagt für uns, dass wir keine Angst davor haben sollen, sondern dass wir uns auf Gott vertrauen müssen. So wie es Herr Mario Danisch auch heute erklärt hat, dass wir Disziplin haben müssen und ständigen Kontakt mit Gott brauchen. Schauen wir auch Jesaja 10. Jesaja 10 und die Verse 24 bis 25. Darum spricht Gott der Herr, Zebaoth,
Fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt, vor Assur, der dich mit dem Stecken schlägt und seinen Stab gegen dich aufhebt, wie es in Ägypten geschah, denn es ist nur noch eine kleine Weile, so wird meine Ungnade ein Ende haben und mein Zorn wird sich richten auf sein Verderben. Auch Jesaja 2, die Verse 2 bis 4, wir kommen dann auch zu einer neuen, besseren Welt, wo endlich Friede herrscht. Jesaja 2, die Verse 2 bis 4. Es wird zu der letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über die Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion aus wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden, also unter den Nationen, und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wie das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr Krieg lernen oder Krieg zu führen. All das haben wir auch schon in vergangenen Predigten schon gehört. Jesaja 65. Und die Verse 21 bis 25. Ich war auf 56. Jesaja 65 und Vers 21. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volks werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Händewerk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für den frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erden fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Und die letzte Stelle auf Offenbarung 22 und Vers 2. Denn das zeigt uns eine tatsächliche friedliche Welt. Vers Offenbarung 22, Vers 2. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes stehen Bäume des Lebens. Sie tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Was für eine wunderbare Welt wartet hier vor uns. Voller Glückseligkeit und Frieden. Und das ist es, worauf wir uns konzentrieren müssen, dass wir darin stark bleiben, dass wir wachen und uns würdig erweisen, um vor Christus zu stehen.